Joyce heute mit 10 Arten zu telefonieren. Und das ganz Besondere an diesem heutigen Video ist, dass es ein One-Taker ist. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, es wird keinen Schnitt geben. Also eine schauspielerische Meisterleistung von Chris und mir heute. Also für den Fall, dass wir es dann auch hinkriegen. Das werden wir gleich sehen. Oh, da klingelt auch schon mein Telefon. Das ist sehr interessant. Hallo, ja, das habe ich nämlich schon gedacht. Warte mal kurz, ich muss mal die Seite wechseln. Ja, da bin ich. Ja, klar, können wir machen. Okay, ciao, ich hab schon Kopfschmerz. Tschüss. Der Schulterklemmermonk. Oh, das ist nicht gut. Hallo? Hey, ja, ist es. Ja, ich hab das gar nicht so gesagt, das war auch beim letzten Mal an der Theke. Da habe ich doch einen Wurst bestellt. Nee, wie ich auch natürlich. Entschuldige bitte. Ja, ich esse gerade. Ja, gut. Das ist nicht mein Problem, dann bis später. Ja, unser Schmatzer. So, das ist erstmal genug von der Banane. Chris, willst du ein bisschen zurückgehen oder? Ja, bleibst du stehen. Voll krass! Das ist die Melina! Ich habe ewig nichts von der gehört. Ich freue mich gerade total krass. Ey, weil ich gehe direkt mal ran. Hallo, Melina! Was für eine Überraschung! Wir haben uns viel zu lange nicht gehört. Ich habe auch schon super oft überlegt, dich anzurufen. Es freut mich gerade mega. Erzähl, wie geht's dir? Melina? Ein Hosentaschenanruf. Egal. Willst du nicht weitergehen, Chris? Wir müssen gleich da hinten sein. Ich dachte, du gibst das Tempo vor. Ich doch nicht. Ich kann doch nicht einfach in die Kamera rein. Du gibst das Tempo vor. Immer der Kameramann, der rückwärts geht, gibt das Tempo. Das ist ja jetzt super für einen One-Taker. Ja, ist doch egal. Lernen die Leute noch was. So. Ach was. Das ist für dich, Chris. Ach. Ja, warte mal, dann gib mir doch mal die Kamera. So. Oh, meine Freundin ruft an. Ja, Mäuschen. Ja, ja. Ja, ja, ich habe die Wäsche rausgehangen. Ja, 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 das habe ich gemacht. Ja, ja. Ja, 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 ja. Der Typ, der die Stimme verändert, wenn die Freundin anruft. Dann leg du auf. Nein, 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 komm. Nein, du. Nein, ich nicht. Nein, leg du doch auf. Oh, komm, du. Nein, nein, ich nicht. Du. Jetzt leg doch auf. Jetzt leg doch auf. Chris, Chris, reicht jetzt. Komm, leg auf. Gib mir das Telefon. Komm, so. Die Verliebten, die nicht auflegen können. So. Ach, ruft schon wieder jemand an. Ja, was ihr bitte? Hallo, sag schon, na? Ja, was? Wie, was ist so laut hier? Ich bin auf der Baustelle. Ja, wie? Ja, da ist es laut. Das wäre normal. Was ist denn das bei dir für ein Krach da im Hintergrund? Hm? Sag mal, hast du kein Netz oder was? Versteh dich so schlecht. Was ist denn da los bei dir, hä? Hm? Ja. Ja, ja, nee, ich höre nichts. Ach, das ist nichts. So blöd. Ach, ich hab überhaupt nichts gehört. Der, ich höre nichts. Wir könnten eigentlich wieder, hier ist so laut an der Baustelle, ne? Wir könnten eigentlich wieder da lang gehen, ne? So. Hui. Hätte ich jetzt fast vergessen, ich wollte meine Mama mal wieder anrufen. Die freut sich bestimmt, wenn ich mich mal wieder melde. Mach ich mal schnell, ja? Yeah. Ja, ich wollte mit dir reden, wegen meinem Geburtstag. Ja, es wäre super wichtig. Super. Die hat sich gefreut. Das Filmtelefonat. Das kennt ihr doch auch, oder? Die sagen weder Hallo noch Tschüss im Film. Moment, meine Oma. Hallo, Oma. Oma, was brüllst du denn so? Ja. Ja. Ja, Oma. Hm? Mach ich. Ciao, ciao. Ist der Wahnsinn, ist das. Der Telefonbrüller, der einem die Ohrmuschel wegflext. Chris. Achso, die verschwinden von alleine, ja. Dann können wir so weitermachen. Gar nicht so einfach, so ein One-Taker. Ne? Wir waren gerade noch umgedreht zu uns. Ja, ich muss mal gerade rangehen, ist beruflich, ja?
Hallo, Chantal hier, hi. Nein, ich hab nichts an. Und du, du Schlingel? Ja, ich bin komplett nackig. Oh, oh Karl, für 3,20 Euro die Minute kannst du mir alles erzählen. Telefonsex. Ciao. Oh. Nee, nee, da gehe ich nicht ran. Der soll mir bei WhatsApp schreiben. Der WhatsApper, der nicht mehr telefoniert. Ja, gebt einen Daumen hoch, wenn euch dieses innovative Format gefallen hat und wir mehr Sketche als One-Taker drehen wollen. Sollen. Aktiviert die Glocke. Und schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, telefoniert ihr noch oder schreibt ihr mehr WhatsApp? Also zum Beispiel, ich telefoniere relativ wenig, ich mag diese Sprachnachrichtenfunktion viel lieber. Habe ich irgendwas vergessen, Chris? Nee. Nee, das war's, ne? Ja. Ja, cool. Tschö! Oh, ich habe vergessen, auf Rec zu drücken. Nein, der war der erste Take. Das habe ich vergessen zu sagen. Also falls wir den nehmen, dann war es der erste Take, die erste Aufnahme. Und falls wir den nicht nehmen, dann werdet ihr es nie erfahren. Doch, dann werde ich am Ende sagen, es war der zweite Take. Oder der dritte. Ja. Ja, wir haben uns das gerade angeguckt und wir finden es sehr unterhaltsam. Und wir haben gesagt, okay, wenn man es nochmal macht, geht vielleicht ein bisschen Natürlichkeit verloren. Blablabla. Die Erklärung lasse ich jetzt mal aus. Auf jeden Fall nehmen wir diesen Take. Und damit war das der kürzeste Dreh aller Zeiten. Ob wir das jetzt nehmen, wissen wir allerdings noch nicht, weil dann hätte das Video einen Schnitt. Na, wenn, kommt's hinter die Endcard. Ja klar, aber trotzdem, es ist kein One-Take-Video. Ja, stimmt, das wäre dann ein Fake-Thumbnail, ne? Wären wir richtige Faker.